Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Im letzten Part sind wir da stehen geblieben. Ich muss mal kurz meine Kopfhörer aufsetzen, das habe ich denn vor der Aufnahme vergessen. So, jetzt höre ich auch wieder alles. Sollte ich nicht vergessen, bitte. Nächstes Mal. Sonst höre ich mich selber. Stark, toll, muss nicht sein. Es reicht schon, dass ihr mich hört. Das ist schon eine Zumutung. Nun denn, wir sind hier bei diesen komischen Bergen hier stehen geblieben und mit Lucario. Und ich will mal jetzt, wie kann ich, Menü, ich würde gerne einen anderen Charakter nehmen für diesen Part. Ich meine, Lucario haben wir jetzt im letzten Part gehabt. Wir nehmen jetzt einfach mal Mario. Richtig. Warum nicht? Ihn hat zwar bis jetzt jeder genommen, aber ich will ja auch nur Abwechslung zeigen. So, was steht uns denn? Woyoshi. Katapultiergefahr. Erhöhte Katapultierbarkeit für alle. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er mit Wolle schmeißt, ne? Oh, Yoshi's Woolly World, ne? Das war so ein nices Spiel. Wirklich. So ein nices Spiel. Ich hoffe, das nächste Yoshi wird wieder genauso gut. Oh nein, Alter. Gut, ich bin kein Yoshi-Fan, ne? Alter, was geht denn hier bei denen ab? Jemloi! Ich habe das Gefühl, als wenn ich hier noch gar nicht hin soll. Bin ich auch da oben? Ich habe mich gerade so aus dem Blick geflogen, weiß auch nicht warum. Warte mal, Katapultiergefahr? Das zählt ja für ihn auch. Das zählt dann für uns auch. Alter. Natürlich. Kann ich irgendwie hier starten? Nein, kann ich nicht. Ich muss verrecken. Ja, bitte. Er fängt der Part ja super an, ne? Fängt der Part ja super an. Ja, ist okay. Darf ich bitte... Witzlos! Ja, was ist das denn? Was ist denn hier? Nee, komm, das geht nicht. Schaffen wir noch nicht. Kriegen wir nicht hin. Das geht noch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon gewollt ist, dass wir es jetzt schon machen. Traumbärt. Süße Träume. Der Boden lässt Kämpfer einschlafen. Oh shit. Gegen Luigi. Aber ihn nicht. Wie unfair ist das denn? Ja. Nein, das hier, nein. So ein Huan. Ah, guck mal, hinten ist Earthbound. Soll das hier Earthbound Stage darstellen? Ich habe Earthbound nie gespielt. Oh, was? Deswegen. Sollte ich es nachholen? Ich weiß es nicht. Einige sagen ja. Ich höre das schon. Nein, super. Nein, oh. Komm hoch. Was? Das war ein kläglicher Versuch. Du willst dich gegen deinen Bruder stellen? Tja,
Ich wollte gerade sagen, er haut mich, Alter. Ich habe gerade gedacht, er haut mich da hoch. Hätte mich aber auch richtig gewundert, warum wie er es geschafft hat. Dabei hat er mich gar nicht so oft getroffen, geschlagen, wehgetan. Ja, haben wir irgendwas, womit ich hier rüber durchkomme? Ich glaube nicht, oder? Doch, wir haben die Dinger. Ah! Schau, erzähl mal, meine Honigkönigin. Ein Pikachu. Ein Riesen-Pikachu. Ausdauer schnell auf Zeit. Sieg innerhalb des Zeitlimits. Ist neutral. Da ist es völlig egal. So. Da ist völlig egal, was womit wir da kämpfen. Wir haben keinerlei Vorteil. Alter. Ausdauer-Smash, ne? Okay. Das ist hart. Das ist hart. Voll macht halt sehr viel Schaden. Alter. Alter. Ich habe hier ein kleines Bienchenproblem. Aber nur ganz klein. Sehr klein. Nein. Ah, diese Bienen. Ja, ich möchte gerne fortsetzen. Diesen Part, ne? Diesen Part. Diesen Part hier. Schlimm. Ich komme nicht von den Bienen weg. Das ist das, was mich aufregt. Ich sollte aber auch nicht in die Bienen reinlaufen. Oh Gott, ist das eklig. Autsch. Das wird nix. Ach, Mann. Es ist so knapp. Ich will das schaffen. Ey. Lass mich doch. Lass mich einfach in Ruhe. Bienen. Ah, oh, super. Richtig in die Bienen reingesprungen. Ja, super. Halt die Schnauze. Halt einfach die Klappe. Natürlich möchte ich fortsetzen. Wenn er gleich sofort so ein... Er hat halt auch 140, ne?
Verpiss dich von den Bienen. Wir haben einfach schon nur noch... Warum geht ihr auf mich? Dabei schmeißen die extra zu mir. Ach, du bist so ein dreckiges Pikachu, ne? Einfach ein dreckiges Pikachu. Aber ein richtig dreckiges. Letzter Versuch und dann wird geschnitten. So. Danke. Na komm. Wenn diese Bienen halt nicht wären. Na, komm her. Ich habe ihn fertig gemacht im letzten Versuch, den ich wollte, bevor ich cutte. Oh, scheiße. Oh Gott, war der Kampf schwer. So. Huh. Du kannst nun die Aktivitäten Honig. Du kannst nun in den Aktivitäten Honigkönigin besuchen. Besuchen wir mal. Hallo? In Geister-Dojos können deine Primärgeister neue Kampfstile erlernen. Auf diese Weise kannst du sie spezialisieren und es mit neuen Gegnern aufnehmen. Erlernte Dojo-Stile sind keineswegs in Stein gemeißelt, sondern können jederzeit geändert oder vergessen werden. Lass deine Experimentierfreude also freien Lauf. Schau an, schauen, hereingesummt, liebes Kind. So, schau mal, so viel Schönes gibt es für die, die meinen Stil meistern. Komm, wir hauen mal einfach mal... Ja, wie hauen wir da rein? Den hier. Blitz lernen. Bringe ich ihn in den Brummer-Stil so vorbei, ne? Ja, klar. Okay. Was kann er jetzt? Brummer. Süße Grüße noch. Passt ja. Okay. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich weiß nur, dass mehr Sachen gut sind. So. Einfach machen. Haben wir wenigstens schon mal was geschafft hier? Was krasses. Ich war Nick. So. War gerade verwirrt. Captain Falcon, Helftrüffel machen dir das Leben schwer. Der Gegner jagt nach Items. Oh, okay. Soll er ruhig machen. Soll er es versuchen? Mit Helfertrophäen, okay. Aber die Stage ist sehr schick. Komm, hau ab. Na, ja, jetzt komm, die Helfer-Trophäen nerven wirklich. Und da haben sie auch noch unendlich Leben. Ja, nice. Gott, ist das nervig.
Alter, ist das nervig. Bin gespannt, wann ich meinen Lieblingscharakter wieder bekomme. Man muss aber sagen, durch die ganzen Effekte hier auf der Stage wirkt das halt teilweise recht unübersichtlich. Geht da mal jemand anders auf den Sack. Geht doch jemand anders auf den Sack, wollte ich gerade sagen. Das war halt Captain Falcon. Geh. Komm, hau ab, du. Du. Natürlich hat er das gekriegt. Hat er seinen Kollegen weggeschlagen? Okay. Kann also auch passieren. Nein! Super. Nein! Oh. Oh, was macht er mit Absicht? Warum sammelt er das Ganze ein? Lass mich in Ruhe. Weg. Na! Alter, das ist Spiel, ne? Dieses Spiel. Oh. Er hat schon seinen Kollegen weggehauen, ne? Das, der nervt halt wirklich. Aber sein Kollege kann nichts, wenn man nur auf seinen, wenn man auf seinen Typen angreift. Oh Gott. Warum habe ich schon so viel Prozent? Komm, geh, Captain Falcon. Geh jemand anders auf den Sack. Komm. Komm, hau ab. Weg mit dir. Jetzt zisch mal ab, Mann. Ey, das kann nicht wahr sein. Der lebt ja immer noch. Jetzt geh, wo jemand ist auf den Sack. Alter, das ist nicht wahr. Jetzt aber. Immer noch nicht. Hau ab. Oh, ich dachte schon, jetzt macht das ein Special oder so ein Shit. Mensch. So. Tingel. 9000. Ne, den kriegen wir nicht hin. Der hat 9000 oben. Die sollten wir hinkriegen, oder? Aber was ist hier? Wobei, den kriegen wir locker hin. Machen wir den hier als erstes. Ne, Start will ich nicht haben. Ne, das auch nicht. Das ist besser. Wolf also. Erhöht das Lauftempo für den Gegner. Ja, solange er nur schneller ist und nicht stärker ist, alles in Ordnung.
Ey, was mache ich denn da? Komm her, Alter. Ich will dich packen. Ich will ihn packen. Dann nach oben schmeißen und dann den hier machen. Hätte funktionieren können. Hätte funktionieren können. Komm, sterb. Aha, das klappt halt nicht so. Jetzt aber, komm. Ja, Mann, nice. Nice. Panta Carosso. 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 Wahrscheinlich auch auf F-Zero, ne? Da kommen ja die ganz komischen Charaktere immer her. Oh. Oh. Lüna. Besiege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Der Gegner versucht Abstand zu halten. Der Gegner hält sich... Och, natürlich. Und natürlich heilt er sich. Die heilt Palutena. Also wir müssen uns nur auf Palutena konzentrieren. Sie haut die ganze ab und sie wird geheilt. Oh, das wird ein nerviger Kampf. Ganondorf, du hast... Was machst du hier? Oh, ist das... Oh, ist das nervig. Komm, wir müssen... Palutena, bleibst du wohl hier. Nerv doch nicht, Ganon! Alter Gott, ist das nervig. Kommst du wohl her, Alter. Oh Gott! Ganondorf nervt noch nicht. Kannst ruhig verrecken gehen. Alter, ist das nervtötend. Natürlich. Ja, super. Das hat natürlich voll gut getroffen. Palutena, ne? Stirb! Palutena! Natürlich! Oh, Ganondorf, lass mich doch... Lass mich doch in Ruhe! Oh, was ist das für ein nerviger Kampf, Alter? Oh Gott, ist das nervig! Die hat schon wieder, die ist schon wieder 84. Was ist los mit der? Wie soll ich die denn rauskicken, wenn die ständig abhaut? Oh, ja, ist okay.
Oh, es gibt hier jetzt einen dreckigen Cut, interessiert mich nicht. Das dauert mir zu lange. Richtig einen dreckigen Cut. Oh Gott! Ja, erstmal habe ich Ganondorf weggehauen. Und dann habe ich sie weggehauen. Gott, ist das nervig. Ich hoffe, es kommt nicht nochmal vor, Alter. Boah, ist das nervig. Oh, da wird man ja selber voll K.O., Alter. So, wen haben wir hier? Fox. Gönne ein bisschen befreien Kämpfer. Versuchen wir es. Versuchen wir es. Ja, bin bereit. Ist ja nur Fox. Ist ja nur Fox. Okay. Okay, aua. Okay. Weiß nicht, was das war. Komm her, da, komm her. Du bist nur ein Tier. Du bist nur ein Tier. Und ich bin ein Klempner. Okay, das hat gesessen. Muss ich zugeben. Das ging in die Klöten rein. Das ging in die Klöten. Fox kämpft nur mit. Wir haben Fox jetzt. Schön. Müssen wir, wenn wir am nächsten Part nehmen können. Womit wir im nächsten Part auch kämpfen werden. Aber erstmal betätigen wir den roten Schalter in diesem Herzfluss. Ah. Anemona. Den Kampf machen wir noch. Der geht jetzt auf sein Special Seitwärts ein. Melinda. Ah, Lipstick ist kacke. So. Ist machbar für uns. Denke ich. Es ist immerhin nur Melinda, ne? Ja. Mit einem B-Kämpfer. Die will mich angeln. Also angelt sie das Ganze nur was. Na gut, dann gehe ich davon aus, dass sie angeln will halt. Ich bin kein großer Item-Fan, ne? Muss ich schon sagen. Tube, weg damit. Weil man die ständig aufhebt, obwohl man es nicht möchte. Richtig. Habt ihr den Move gesehen? Das hat doch mal, Leute, war Cappy. Digga, habt ihr es gesehen? Cappy von Super Mario Odyssey. Mir wird gar nicht aufgefallen, dass er da Cappy rausholt beim Schlag nach oben. Bis er die Augen öffnet. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall im nächsten Part. Kann ich hier nicht nach rechts doch. Die große Fee. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Espio und Dingens. Viel Expresso. Mario Tennis Aces. Okay, wir haben auf jeden Fall im nächsten Part viel zu tun. Sehr viel. Aber wir haben in diesem Part auch was geschafft, ne? Nämlich den zweiten Schalter vom Schalterpalast. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und haut rein und tschüss.